Gut, mein Name ist Jürgen Fischer, für alle, die mich nicht kennen. Es wurde wahrscheinlich schon bei der Begrüßung deutlich, dass ich nicht immer hier bin. Also, wenn Fragen zur Predigt sind, dann einfach mich direkt danach ansprechen. Und was auch schon irgendwie deutlich wurde, heute gibt es einen Text, der aus dem Alten Testament stammt, aus dem Buch Prediger. Und dazu einen aus dem Buch Prediger. Also, es gibt so Texte, die würde man sich als Prediger nicht aussuchen. Ich will das mal so formulieren. Ja, es gibt so Texte, die sind total saftig, ja, so, da gehst du rein und denkst, boah, da kannst du 2 Stunden predigen und suchst dir so Best-of raus und es wird so eine richtig knackig tolle Predigt. Und dann gibt es Texte, wo du sagst, okay, du bist also heute dran. Ich weiß schon, warum ich beim letzten Mal, ich habe schon mal über das gesamte Buch Prediger so eine Bibelwoche gemacht, ich weiß schon, warum ich beim letzten Mal über dich ein bisschen hinweggeflogen bin und nicht so viel gesagt habe. Ja, gibt da einen guten Grund. Aber heute müssen wir ein bisschen mehr zu sagen. Und so ein Text, und das ist jetzt ein bisschen fies, weil natürlich jedes Wort Gottes trägt in sich das Potenzial, unser Leben zu verändern. Also ich will jetzt nicht das Wort Gottes klein machen. Aber es gibt eben beim Wort Gottes so Bereiche, wo du eher so sagst, yeah, ja, verstehe ich, bringt mich voran. Und dann gibt es so Bereiche, wo du sagst, schön Salomo, ja, das mag vor 3000 Jahren so, naja, da kann ich verstehen, da war das bestimmt der Punkt, ja, aber ganz ehrlich, fällt mir schon ganz schön schwer, das so jetzt in unsere Zeit so 1:1 zu übertragen. Vielen Dank für das, was du aus 1. Petrus 2 vorgelesen hast, ja, das geht in die Richtung, passt. Also heute, Prediger, Kapitel 8, die Verse 1 bis 15. Und der Text fängt schon, also wer keine Bibel hat, weiß jetzt, dass er eine braucht. Ihr könnt auch im Nachgang noch eine kriegen. Schaut mal da, das ist überhaupt kein Problem. Also wenn jemand noch, ich würde gerne mitlesen, es wird ziemlich dicht an dem Text dran sein, was ich vorlese. Prediger Kapitel 8, wer das Buch Prediger nicht so auf Anhieb sucht, das ist in der Mitte der Bibel, also da ungefähr suchen. Dann kommt ihr schon ziemlich dicht dran. Also, Prediger 8. Und der Text fängt schon schwierig an. Also ich muss schon eine Auslegungsentscheidung beim ersten Vers treffen. Da heißt es nämlich, wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Dinge? Prediger dreht sich um das Thema Weisheit. Es dreht sich um die Frage, wie lebe ich mein Leben richtig? Und nur als Wiederholung, es ist dieser Schritt zurück. Die Sprüche davor, diese 31 Kapitel Weisheit, die es davor in der Bibel gibt, die wollen mich so bei den einzelnen Lebensentscheidungen, in denen ich unterwegs bin, beraten. Prediger geht den Schritt zurück und sagt, also wenn man Leben ganz grundsätzlich betrachtet, worauf kommt es an? Wie lebt man so ganz grundsätzlich weise? Und da gibt es dann auch natürlich Tipps und Tricks für einzelne Situationen. Wir werdet das am Ende wieder merken. Ganz am Ende kommt wieder das, was ihr schon 1000 Mal beim Prediger gehört habt, weil es so unglaublich wichtig ist. Aber erst am Ende. Wer es jetzt noch nicht weiß, Überraschung, bis zum Ende bitte durchhalten. Also, wer ist wie der Weise und wer versteht die Deutung der Dinge? So, und jetzt heißt es, die Weisheit des Menschen lässt sein Gesicht leuchten und die Härte seines Gesichts verändert sich. Ganz am Anfang die Frage, ja, zur Auslegung dieses Verses wichtig, wer ist bitteschön sein oder seines? Also die Weisheit des Menschen lässt sein Gesicht leuchten und die Härte seines Gesichts verändert sich. Da gibt es nämlich 2 Möglichkeiten. Entweder ist das die Weisheit, ja, lässt das Gesicht ihres eigenen Besitzers leuchten und nimmt seinem Gesicht die Härte. Das wäre möglich. Ich glaube, dass das auch stimmt. Ich meine aber hier, dass der Vers schon nach vorne greift. Also dass hier schon, dass wie so eine Überschrift, fast so ein vorweggenommenes Fazit ist, über das, was gleich kommt. Und dass wir Vers 2 hier mit reinnehmen müssen. Und da geht es um den König. Es geht nämlich in dem, was wir jetzt als nächstes miteinander betrachten. Es geht um die Frage, wie gehe ich um mit, so jetzt mal modern, komischen oder ungerechten Vorgesetzten. Ja, am Beispiel eines Königs, der sich überhaupt nicht so verhält, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, der Weise weiß auch, wie man richtig mit Vorgesetzten umgehen, so dass die, und deswegen würde ich das gerne nach vorne schon in Vers 2 ein bisschen reinlesen, dass die anfangen zu strahlen. Wisst ihr? Ja, natürlich macht Weisheit mich strahlend irgendwie, ja. Ich habe auch eine nette Ausstrahlung, wenn ich weiß, wie man richtig lebt. Aber wenn ich klug mit meinem Vorgesetzten umgehe, dann fängt der auch an zu strahlen.
Und das möchte ich hier ein bisschen mehr noch sehen. Vielleicht ist auch beides. Bitte schön, ja? Wir haben hier Weisheitsliteratur vor uns und Weisheitsliteratur im Alten Testament ist immer poetisch und Poesie im Hebräischen lebt von der Kürze. Also wir haben bei Poesie immer so einen Endreim, ja? Ich bin klein, mein Herz ist rein, lass mich sein, ja? Schwein, dein, ja? So dieses, ja? Das ist so, das ist Poesie im Deutschen. Der Hebräer lebt von Kürze. Also er möchte mit möglichst wenig Worten möglichst viele Gedanken transportieren. Und deswegen wäre es auch nicht ungewöhnlich, hier beides hineinzulesen. Und zu merken, Mann, das schaut ja schon nach vorne. Nicht nur ich strahle, wenn ich weise bin, sondern ich kann auch meinen Chef zum Strahlen bringen, wenn ich vernünftig mit ihm umgehe. Vers 2. Also, wie geht man richtig mit seinem Chef um? Fängt ganz einfach an. Vers 2. Ich sage, dem Befehl des Königs gehorche. Und zwar wegen des Eides Gottes. Also warum soll ich dem König gehorchen? Weil man ihm irgendwann mal, zumindest war das früher so, vor Gott einen Eid geleistet hat. Ihr kennt das aus Ritterfilmen, oder? Ja? Da kniet er dann vor dem König und der König nimmt das Schwert raus und jim, 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 dann kriegt er da auf die Schulter immer das Schwert. Ja? Und dann hat er da irgendwie so einen Eid. Oder wenn so neue Könige kommen, ja, dann knien sich alle nieder und sagen, ja, du bist unser König. Das ist der Eid, um den es hier geht. Das heißt, da gibt es einen Bund zwischen dem, der dem König Treue geschworen hat und dem König. Und deswegen dem Befehl des Königs gehorche. Ja, fang damit einfach mal an. Aber es bleibt da nicht stehen. Vers 3, es wird ja ein bisschen komplizierter alles noch. Übereile dich nicht, von ihm wegzugehen. Ich breche diesen Vers mal runter. Ihr merkt, bei Weisheit geht es darum, dass da was steht und man muss jetzt ein bisschen überlegen, in was für eine Situation könnte das hineingesprochen sein. Das klingt sehr allgemein, aber es gilt nicht für jede Situation. Also muss ich mir überlegen, was könnte das für eine Situation sein, wo das gilt. Und dann schaue ich, ob der Rest des Verses auch zu dieser Annahme, dass es sich um so eine Situation handelt, passt. Ich nehme mal die Antwort schon vorweg. Es muss irgendwas damit zu tun haben, dass der König etwas tut, was mir nicht passt. Wo ich innerlich merke, nee, da bin ich dagegen. Das ist eigentlich Unrecht. Ja, da ist er komisch. Das kann er nicht machen. Und die Gefahr ist, dass wenn ich in so eine Situation hineinkomme, übereile dich nicht von ihm wegzugehen, dass ich zu schnell in so einer schwierigen Situation mit meinem Chef einfach weggehe. Aber das ist doch gut. Na ja, Vorsicht. In dem Moment, wo du weggehst, verlierst du den Einfluss. Also einfach nur schnell frustriert sein, und das gilt übrigens auch bei Lehrern oder so, also jetzt auch die Jüngeren, ja, also Lehrer sind auch nicht anders als Vorgesetzte oder Könige, die ticken alle gleich, ja. Der sich schnell aufregt, schnell frustriert ist, ja, aus dem Zimmer stürme, dann halt nicht. Der hat sofort allen Einfluss auf die Person verloren. Und das gilt vor allem dann, wenn der König oder mein Vorgesetzter oder mein Lehrer oder wer auch immer etwas tut, was mir nicht passt. Ja, wenn du gleich unter der Decke hängst und die Türen knallen lässt, dann kommst du nicht mehr weiter. Das ist nicht weise. Deswegen übereile dich nicht. Es mag schon mal richtige Situationen geben, wo man gehen muss. Ja, klar. Auch da sind die Sprüche voll von solchen Momenten, wo man so ein bisschen schauen muss. Ja, aber hier übereile dich nicht, von ihm wegzugehen. Aber es geht noch weiter. Lass dich nicht auf eine böse Sache ein. Der König macht etwas Falsches. Halte das mal aus, aber passe auf, es geht hier bei der bösen Sache inhaltlich, weil es ja um den König geht, um einen Umsturzversuch. Also lass dich nicht, ja, du merkst, der macht was Böses und jetzt kommen andere und sagen, ja komm, jetzt lass uns den weg. Nee, mach das nicht. Lass dich nicht darauf ein, eine böse Sache mitzumachen. Das gilt natürlich auch, wenn der König sagt, mach was Böses. Ja, da lassen wir uns auch nicht drauf ein. Also sowohl, wenn jetzt andere kommen und sagen, komm, den machen wir weg. Also auch wenn der König das sagt, nee, Vorsicht, lass dich nicht auf eine böse Sache ein. Ich glaube, hier geht es etwas mehr um den Umsturzversuch, um die Revolution. Warum? Weil es geht weiter. Er tut ja doch alles, was er will. Also wenn du dich auf die Seite von Leuten stellst, die sagen, komm, wir holen uns einen neuen König. Sei vorsichtig, ja? Mach's nicht. Warum? Weil die Macht dieses Königs, so wie sie da ist, die ist real. Denn des Königs Wort ist mächtig und wer will zu ihm sagen, was tust du da? Und praktisch, ja, Antike,
Da konnte keiner sich hinstellen und sagen, sag mal, Nebukadnezar, was machst denn du da? Ja, das machst du einmal. Ja, genau einmal. Dann siehst du das, was ihm davor passiert ist, und dann machst du es nicht mehr. So, jetzt versuche ich mal einen Strich drunter zu machen. Alles schön und gut mit dem König, ja, aber wir haben keinen König, wir haben vielleicht einen Chef. Wie könnte ich den Text heute übertragen? Ich glaube, dass drei Dinge hier stehen, drei Dinge, die wir lernen können, wenn du sagst, ich möchte gerne weise mit Leuten umgehen, die meine Vorgesetzten sind. Vor allem dann, wenn die sich wenn die irgendwas machen, womit ich echt im ersten Moment überhaupt nicht klarkomme. Punkt 1, sei zuverlässig in deinem Job und erledige deine Aufgaben. Niemand wird auf dich hören, wenn du ein dummer Faulpelz bist. Also wenn du wirklich was bewegen willst in deiner Firma oder in deinem Land, bleib mal bei der Firma, was ja schon einfach zu übertragen ist, und du selber jemand bist, der dafür bekannt ist, dass er untreu ist, Sachen liegen lässt, dass man ihm eine Aufgabe geben kann und man kriegt sie halb gemacht wieder, ja, mit 5 Ausreden noch dazu, warum das alles nicht ging, dann wirst du keine Chance haben mit deinem Chef, wenn er wirklich mal schwierig drauf ist, ein vernünftiges Gespräch zu machen. Er wird dich einfach nicht ernst nehmen. Das ist der erste Punkt. Sei zuverlässig in deinem Job und erledige deine Aufgaben. Zweiter Punkt, wenn dein Chef nicht so reagiert, wie du dir das wünschst, wirf die Flinte nicht so schnell ins Korn. Und, das war der zweite Punkt mit dem, lass dich nicht auf Böses ein, fang auch nicht an, hinter seinem Rücken gegen ihn Stimmung zu machen. Ja? Das sind so zwei Sachen, wo wir ganz vorsichtig sein müssen. Das ist nicht weise. Es ist einfach nicht weise, gleich aufzugehen, dann kann man gar nichts mehr ändern. Vielleicht kannst du mehr ändern, als du denkst, vor allem wenn du mit Gebet an die Sache rangehst und daran glaubst, dass Gott Dinge, auch Umstände ändern kann. Und vor allem dann, wenn dein Chef weiß, du bist loyal, ja, und du lässt dich nicht auf das Getratsche in der Teeküche ein, ja, und beteiligst dich nicht so hintenrum an irgendwas Blödem. Das machen wir nicht. Also wir schreiben nicht allen eine E-Mail, wie blöd wir den Chef halten. Macht man nicht. Und der dritte Punkt, bei all dem, vergiss nicht, er ist der Chef. Und ich sage das mal ganz nüchtern, die meisten Chefs sitzen wirklich am längeren Hebel. Das mag dir in einer bestimmten Situation nicht so vorkommen. Du magst denken, dass du ein gutes Blatt hast in der Situation. Ich sage dir ganz ehrlich, in den meisten Firmen ist Macht eine Frage von Vitamin B. Und davon hat der gemeine Angestellte deutlich zu wenig. Ja? Manche Deals werden nicht in der Firma, sondern in der Freizeit auf dem Golfplatz gemacht. Und da bist du nicht eingeladen. Von daher einfach so ein Stückchen mal ganz nüchtern glauben, dass mein Chef, der vielleicht auch schon 10 oder 20 Jahre in der Firma ist, weiß, wie er seine Position behalten kann. Weißt du, der weiß im Zweifelsfall von Leichen im Keller anderer. Da hast du keinen blassen Schimmer. Der hat im Zweifelsfall noch den ein oder anderen Gefallen einzufordern. Da bist du noch nicht mal in die Nähe gekommen von dieser Macht. Der ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle tatsächlich unentbehrlich. Und man überlegt sich dreimal, ob man ihn los wird. Von daher, sei entspannt, ja, vergiss nie, er sitzt im längeren Hebel. Also, mach deinen Job, lass dich nicht so schnell frustrieren, fang nicht an, hinter seinem Rücken Stimmung zu machen und denk immer drüber nach, mit wem du dich anlegst. Das kann, du ziehst schneller den Kürzeren, als dir das lieb ist. Und jetzt denkst du vielleicht, na, das klingt doch alles relativ simpel. Ja, ist es auch. Also es hat ja auch nie jemand behauptet, dass Weisheit kompliziert wäre. Versteht ihr? Das ist ja das Schöne an Weisheit. Ja, man denkt so drüber nach und merkt, ja, stimmt, ja. Klasse, ja. Merkt ihr das einfach. Merkt ihr das im Umgang mit deinem Lehrer, mit deinem Chef. Ja, wenn du mal mit der Politik zu tun hast, gilt das dann natürlich auch für Politiker. Aber es gibt noch einen vierten Punkt. Und der vierte Punkt, der kommt jetzt ab Vers 5 ins Spiel. Wer das Gebot hält, weiß um keine böse Sache. Und das Herz eines Weisen kennt die richtige Zeit und das rechte Verhalten. Jetzt merken wir, der Weise ist nicht nur passiv. Es reicht ihm nicht nur, ich sag mal, nicht schnell frustriert zu sein, er hat nicht nur eine hohe Frustrationstoleranz,
sondern er hat natürlich schon auch das Ziel, mit der Weisheit, die er besitzt, seine Firma, seine Umgebung, seine Schulklasse zu prägen. Na, logisch. Aber hier steht, wer das Gebot hält, also gerecht handeln, weiß um keine böse Sache, das ist ein gutes Gewissen haben, und das Herz eines Weisen kennt die richtige Zeit. Das heißt, der Weise kann abwarten. Es ist nicht immer die richtige Zeit. Ich bin mal aus dem, ich bin mal meinem Chef aus dem Büro geflogen, weil ich ihn auf einen Fehler hingewiesen habe, den ich wirklich als Fehler fand. Und das war auch ein Fehler. Es war nur nicht zur richtigen Zeit. Er war definitiv nicht offen dafür. Ja? Und ich bin hoch im Bogen aus dem Büro rausgeflogen. Ja? Dachte mir, war dann später gut. Ja? Aber in dem Moment merkte ich, war nicht die richtige Zeit, beziehungsweise das richtige Verhalten. Der Weise weiß, wann der Moment passt, dass man was sagt. Und der Weise weiß auch, wie man was sagt. Vers 6, denn für jede Sache gibt es die richtige Zeit und das rechte Verhalten. Und jetzt geht der Vers merkwürdig weiter. Wir hatten das schon ein paar Mal beim Buch Prediger, dass ich so ganz klein bisschen den Text manchmal verändert habe, damit er ein bisschen logischer ist. Also nochmal, denn für jede Sache gibt es die richtige Zeit und das rechte Verhalten, denn das Unglück des Menschen lastet schwer auf ihm. Und merkt ihr, der zweite Satz, der will irgendwie nicht so, ja. Ich übersetze ein ganz klein bisschen an und das macht total viel Sinn. Denn für jede Sache gibt es die richtige Zeit und das rechte Verhalten, obwohl das Unglück des Menschen schwer auf ihm lastet. Also der Punkt, den Salomo rüberbringen will, und das ist mein vierter Punkt, das ist der, dass der Weise den richtigen Zeitpunkt abwarten kann, um seinen Standpunkt auf eine passende Weise vor dem König darzulegen. Und das, obwohl ja, er die Last dieser Situation spürt. Das ist ein Unglück geschehen. Und er spürt dieses Unglück wahrscheinlich an einem anderen Menschen, der vielleicht zu Unrecht verurteilt worden ist. Und er spürt diese Last. Und obwohl er diese Last spürt, obwohl die auf ihm liegt, obwohl er merkt, da ist etwas, das bedrückt mich. Trotzdem ist der Weise bereit, diese Spannung auszuhalten. Und er hat verstanden, dass der König nicht zu jedem Moment immer gleich ansprechbar ist auf jedes Problem. Und er versucht jetzt herauszufinden, wann ist der günstige Moment. Jetzt als Gläubige würden wir sagen, der betet natürlich auch. Ja, wir sehen das bei Nehemia, ja, wo der Ding herausfindet, wo ist da so dieser Moment und dann, ja, zack, kann er dann plötzlich dem König was sagen. Es gibt so diese Punkte im Leben, wo er jetzt passt. Und wenn man so einen Moment hat, ein Wort zu seiner Zeit, da merkt man förmlich, das geht dann so wie ein heißes Messer durch Butter. Ja, denkst dir, Mann, warum war das vorher so schwer? Also je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass Gespräche eine Vorbereitung im Gebet brauchen, weil sie weniger abhängig sind von meinen guten Ideen und Gedanken, sondern vielmehr davon abhängig, dass Gott den anderen vorbereitet hat, auf mich überhaupt zu hören, vielleicht einfach mal ruhig zu sein. Und dann plötzlich, zack, da passt es. Und der Weise hat das im Blick, der kann diese Spannung halten. Der weiß, da ist etwas Böses passiert. Und eigentlich alles in ihm schreit danach los. Aber er weiß, nee, die richtige Zeit, das richtige Verhalten, darum geht es. Sonst werde ich im Umgang mit komischen oder ungerechten Vorgesetzten, sonst werde ich Schiffbruch erleiden. Das wird einfach nicht funktionieren. Also sowohl nichts sagen, wie zur falschen Zeit sagen, ist beides falsch. Und der Weise möchte was sagen. Also der Weise möchte sich nicht am Bösen beteiligen. Der möchte weder einen Umsturzversuch machen, noch möchte er, wenn der König hier was Böses beschließt, damit was zu tun haben. Aber er weiß auch, dass man nicht immer, wenn man drauf lospoltert und laut wird und ungeduldig ist oder unbeherrscht, dass man dann was ändern kann. Das funktioniert einfach nicht. Und jetzt weiß ich nicht, was du für ein Typ bist. Ja, es gibt Leute, an denen geht so eine Predigt komplett vorbei, weil sie sagen, würde mir nie in den Sinn kommen, laut zu werden. Es gibt so diese ganz sanften, stillen Typen, ja, wo so jemand wie ich davor steht und sagt, hast du es gut. Und dann gibt es die musst du an der richtigen Stelle kitzeln und die gehen ab wie so eine Silvesterrakete. Ja? Für die ist so ein Text eher was. Die müssen wahrscheinlich begreifen, dass Weisheit da anfängt, wo man
dem Zorn mal keinen Raum gibt. Ja, der Weise weiß, den Zorn zurückzuhalten. Okay, Vers 7. Warum hält der Weise die Spannung aus? Weil er etwas anderes verstanden hat. Und ich sag mal, ich glaube, ich würde es mit meinen Worten so formulieren, er hat verstanden, dass er nicht der Retter der Welt ist, dass er nicht alles lösen kann. Manchmal kannst du was sagen und manchmal nicht. Manchmal kannst du Hilfe sein und manchmal nicht. Vers 7. Denn er weiß nicht, was werden wird. Denn wer sollte ihm mitteilen, wie es werden wird? Also wenn du vor so einem Gespräch mit deinem Chef stehst, du weißt nicht, was hinten bei rauskommt. Wir können tatsächlich nicht mehr tun, als einfach nur so weise wie irgendwie möglich mit ihnen umgehen, mit unseren Chefs, mit unseren Königen. Der Rest liegt nicht in unserer Hand. Prediger hat das schon ein paar Mal gesagt und ich glaube, dass wir das ganz, ganz arg verinnerlichen müssen. Wir wissen nicht und kennen auch niemanden, der uns das sagen könnte, was kommen wird. Die Zukunft wird uns immer verborgen bleiben. Es gehört zu den Nichtigkeiten, ja, ihr kennt doch dieses Wort Nichtigkeit, es gehört zu den Nichtigkeiten des Lebens, dass wir den Fehlentscheidungen von Politikern und Vorgesetzten zu einem gewissen Maß immer hilflos ausgesetzt sind. Ich weiß nicht, wie oft ich mit Leuten rede, die genau wüssten oder genau zu wissen meinen, was heute in Deutschland anders laufen müsste. Ich habe da ganz viele, mit denen ich mich unterhalte. Ich habe eigentlich nur solche Leute. Ich bin in den letzten Monaten auf keinen einzigen getroffen, der sagt, ist mir alles viel zu kompliziert, ich weiß auch nicht, was Sache ist. Die meisten haben eine klare Vorstellung davon, was ich in Deutschland heute ändern muss. In eine oder andere Richtung. Das Verrückte ist, wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht einmal, ob der Ratschlag, den wir haben, egal wie weise wir ihn finden, ob der wirklich dran ist. Und deswegen müssen wir in meinen Augen mit dieser Grenze lernen zu leben. Wir haben nicht alles zu verantworten. Und da, wo wir jemanden erleben, der in unseren Augen was Falsches tut, können wir mit dem, was wir haben, ihm zur rechten Zeit auf die rechte Weise begegnen. Aber dann müssen wir tatsächlich auch mal es stehen lassen. Mehr können wir nicht tun. Und wir können zerbrechen an dem Wunsch, etwas zu ändern, was es nicht mehr zu ändern gilt. Wo du einfach nichts mehr machen kannst. Wo du keinen Zugriff hast. Du kannst irre werden daran. Und das wäre völlig falsch. Jetzt kannst du sagen, okay, wenn ich das nicht mit Worten ändern kann, dann eben mit Gewalt. Also nochmal zurück zu dieser Revolutionsidee. Die war doch gar nicht schlecht. Ja, klar, vorhin hat Salomo gesagt, mach lieber nicht. Aber das ist doch eine schöne Idee. So, ja, wenn es hier in Deutschland oder ja, auf Arbeit, dann... Salomo wird in Vers 8 sagen, kein Mensch hat Gewalt über den Wind zurückzuhalten. Du denkst dir, stimmt, wenn so ein Sturm kommt, wir hatten Xavier und Co., da schaust du in deinen Garten und hoffst, dass die Bäume stehen bleiben. Also als Xavier drüber ging und unsere 5 Pappeln im Gemeindegarten noch standen, yeah, dachte ich, super, hat mich echt gefreut. Ja, hatte ich ein bisschen Sorge. Ja, also kein Mensch hat Gewalt über den Wind zurückzuhalten. Niemand hat Gewalt über den Tag des Todes. Also für den Fall, hier geht es nicht um Selbstmord, sondern es geht darum, wann ich natürlich sterbe. Das wird irgendwann passieren, weiß nicht wann. Auch gibt es keine Entlassung im Krieg, wenn du Soldat bist und es ist Krieg und du sagst, ich würde jetzt gern mal 2 Monate Urlaub machen. Ja, das kannst du knicken. Also bitte, heute geht sowas wahrscheinlich, weil wir eine Bundeswehr sind, ja, und da hast du wahrscheinlich auch einen Urlaubsanspruch und irgendwann, ja. Aber wir reden über eine andere Zeit. Ja? Wir reden über eine Zeit, wo du nicht wusstest, wie lang der Krieg ist, wo du wahrscheinlich noch nicht mal wusstest, gegen wen du kämpfst, wo du einfach losläufst und die nächsten 3 Wochen auf irgendwelchen staubigen Straßen, ja, so Sandale auf Kopfsteinpflaster, ja, vor dich hintrabst und dann irgendwann dich plötzlich in einer Schlacht wiederfindest. Ja, und dann darfst du mal fragen, gegen wen geht's eigentlich? Aber eigentlich bist du auch nur ein Stück Maschine. Menschliche Maschine, die halt an der richtigen Stelle mitkämpfen muss. Gibt's keine Entlassung. Und dann heißt es, und das Unrecht rettet nicht seinen Herrn. Das ist das Eigentliche, worauf es hier ankommt. Also wenn der Sturm kommt, der Tod oder der Krieg, sagt der Text, dann sind wir hilflos.
Und wer denkt, dass er sich retten kann, indem er Unrecht begeht, der irrt sich. Also wenn du denkst, hier geht doch so viel schief und auf mich hört ja eh keiner, jetzt hau ich mal so richtig auf den Putz. Ich kann es dir nur am Beispiel der Revolutionen zeigen. In der Geschichte starten immer wieder Revolutionen mit der hehren Idee, jetzt wird alles gut. Und nimm dir nur das 20. Jahrhundert vor. Das reicht völlig, um zu beweisen, dass es völliger Quatsch ist. Wo immer eine Revolution versucht hat, etwas Böses zu beseitigen, da ist an die Stelle des einen Bösewichts nur ein anderer Bösewicht gekommen. Und ganz ehrlich, er hat es nicht besser gemacht. Und das gilt, was man bei diesen Revolutionen in der Geschichte in meinen Augen sehr gut sehen kann, das gilt ganz allgemein. Unrecht tun, um Unrecht zu bekämpfen, ist für den Weisen keine Option. Jetzt will ich eine ganz kleine Anmerkung machen. Es mag eine Ausnahme geben. Wir haben Richter im Alten Testament, die böse Tyrannen auch schon mal platt machen. Ja? Ich will nicht ausschließen, dass es so etwas gibt, aber grundsätzlich, wenn wir das Leben als Ganzes betrachten, ist so das Erste, woran du denken solltest, wenn jemand dir ein bisschen blöd kommt, naja, dann wird halt Blödheit mit Blödheit begegnet. Bam! Nee, überhaupt nicht. Wir sind dazu aufgerufen, das Böse nicht mit dem Bösen zu bekämpfen. Und das fängt mit bösen Worten an. Ja, wenn jemand uns was Böses sagt, dann sagen wir ihm nichts Böses zurück. Und das geht durch bis hierhin. Wir werden Unrecht nicht benutzen, um uns zu retten. Warum? Weil Unrecht seinen Herrn nicht rettet. Das ist die Realität. Wenn du Unrecht einsetzt, dann wirst du zu einem Ungerechten. Egal, warum du es tust. Aber gerade die Zeiten der Ungerechtigkeit, ja, vielleicht auch Zeiten der Verfolgung, das sind genau die Zeiten, wo wir dann unsere Hilflosigkeit zu spüren. Vers 9. Das alles sah ich und ich richtete mein Herz auf alles Tun, das unter der Sonne getan wird, zur Zeit, da der Mensch über den Menschen Gewalt hat zu seinem Unglück. Ich finde das eine tolle Beschreibung unserer Zeit. Menschen haben Gewalt über Menschen zu ihrem Unglück. Im Großen und Ganzen sucht niemand hier auf dieser Erde das Wohl des Nächsten. Und wenn du mir nicht glaubst, lies Zeitung. Ganz ehrlich. Ja? Die Geschichte der Menschheit aufs Ganze betrachtet, ist eine Geschichte geprägt von Unterdrückung und von Ausbeutung. Der Starke unterdrückt den Schwachen. Und ich finde es faszinierend zu sehen, dass da, wo die Bibel und das Evangelium Licht in eine Kultur hineinbringt, dass sich das da in solchen Kulturen für eine Weile anders anfühlt, wo der Starke plötzlich Verantwortung übernimmt für den Schwachen. Und man merkt das daran, dass da, wo Christentum entsteht, es plötzlich Leute gibt, die sich um Waisen kümmern, um Arme kümmern, um Alte kümmern, um psychisch Kranke kümmern. Das ist eine typische Folge von Christentum. Aber in dem Moment, wo eine Kultur wieder aufhört, nach der Bibel zu leben, oder wo, ich sag's mal, Christus-Nachfolge, worum es ja eigentlich geht, nur noch Religion wird, wo alle irgendwie Christen sind. An der Stelle wartest du 50 oder 100 Jahre und du wirst sehen, Unterdrückung ist gleich wieder in der Tagesordnung. Weil der Mensch einfach so ist. Und es ist so ein ganz, wir leben in einer völlig verrückten Welt, Vers 10. Und so sah ich Ungerechte, die begraben wurden und zur Ruhe eingingen, die aber das Rechte getan hatten, mussten von der heiligen Stätte wegziehen und wurden in der Stadt vergessen. Auch das ist Nichtigkeit. Ja? Die Ungerechten bekommen das große Begräbnis und die Gerechten, die müssen wegziehen, die vertreibt man, werden vergessen. Und das ist allzu oft genau die Realität in der Welt, in der wir leben. Die Falschen werden gefeiert. Frage, warum lässt Gott das zu? Ja? Wenn Gott mit seinem Gericht wartet, dann passiert doch das, was hier in Vers 11 steht. Weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Es ist doch eine, wenn Gott so mit der Menschheit umgeht, dass er Dinge laufen lässt, die so offensichtlich falsch sind,
Ja, und dann Vers 12, denn ein Sünder tut 100-mal Böses und verlängert doch seine Tage. Wie verrückt ist das denn? Wenn die Bösen denken, dass sie mit ihren Bosheiten davonkommen, dann ist doch das eigentlich ein Anreiz für sie, ja, noch mehr zu tun. Und es reißt auch andere an, ihnen zu folgen. Und wenn du jetzt denkst, stimmt, ja, genau, Gott sollte einfach mal dreinschlagen. Der Gedanke könnte ja kommen. Gott müsste endlich mal. Vorsicht, ich habe den Gedanken auch manchmal, okay, das will ich offen zugeben. Der Gedanke ist sehr nah. Aber ich will trotzdem sagen, Vorsicht, weil Gott hat gesagt, dass er zu seiner Zeit richten wird. Ja, es wird Gericht geben. Problem ist nur, wenn Gott richtet, dann ist es vorbei mit Errettung. Also, wenn Gott anfängt, das Böse wirklich zu richten, dann ist die Zeit der Gnade vorbei. Solange Gott die Sache noch laufen lässt, obwohl sie so verrückt ist, ist immer noch Zeit dafür, dass Menschen Buße tun. Also Vorsicht, wenn du sagst, ich wünsche mir Gericht. Ja, Gott weiß ganz genau, warum er abwartet. Und wenn wir das Neue Testament dazu nehmen, würde ich sagen, er will, dass alle Menschen sich bekehren, von denen er schon weiß, dass sie sich bekehren werden. Und er wird da keinen vergessen. Und er wird die Zeit auskaufen. Aber grundsätzlich stimmt dieser Vers. Weil Gott geduldig ist und nicht gleich jede Sünde richtet, deshalb nehmen böse Menschen tatsächlich diese Zurückhaltung zum Anlass, noch böser zu handeln. Und das ist wichtig, dass wir in der Kindererziehung den Vers berücksichtigen. Ja, wenn wir unseren Kindern keine klaren Grenzen setzen, wenn sie sagen, das war falsch, dann werden die denken, ja, kann ich normal machen. Lieber nicht. Ja? Also wir dürfen nicht, weil Gott Dinge laufen lässt, sagen, super, die beste Erziehung besteht also darin, dass man Dinge laufen lässt. Nein, nein, das ist, wenn du eine Welt retten willst. Ja? Oder möglichst viele auf einer Welt. Dann ist es richtig. Aber wenn du ein Kind erziehst, musst du sehr klar sagen, stopp, Kind, weil wenn ich jetzt nicht sage, stopp, wenn du noch klein bist, ja, dann kann ich nicht mehr stopp sagen, wenn du groß bist. Wenn ich bei der ersten Lüge nicht sage, das machen wir nicht, dann werde ich mir vielleicht in 5 oder 10 Jahren werde ich nicht mehr mit dir zusammenleben können, weil du dann einfach nur noch lügst. Werde dir nicht mehr vertrauen können, das möchte ich aber. Also bitte nehmt den Vers hier auch für die Kindererziehung mit dran, aber wendet ihn richtig an. Wie antwortet jetzt der Gläubige auf die Tatsache, dass in dieser Welt der Ungerechte mit seinem Unrecht scheinbar davonkommt? Ja, vielleicht nicht immer, aber es kommt ja schon öfter vor, als uns das lieb ist. Zumindest sieht es falsch an und es fühlt sich falsch an, für mich. Ja. So, also, was mache ich? Denn ein Sünder tut 100-mal Böses und verlängert doch seine Tage. Wie kommt das? Was mache ich da? Und da geht jetzt der Vers weiter, aber ich habe auch erkannt, und das ist ein großartiger Text. Ich weiß, der wirkt jetzt nicht großartig, aber er ist großartig. Aber ich habe auch erkannt. Man muss zwei Dinge erkennen im Leben. Man braucht einen offenen Blick für die Gesellschaft, aber man braucht auch einen offenen Blick für geistliche Zusammenhänge. So will ich das mal sagen. Also der Gläubige sieht auf der einen Seite die Welt, wie sie ist. Ganz ohne rosa-rote Brille. Er sieht die, nennen wir es mal, Universalität der Sünde. Er sieht gescheiterte Beziehungen, die Hilflosigkeit des Menschen, ja, im Angesicht von, sagen wir, Naturkatastrophen oder was wir jetzt hier hatten, im Angesicht von Behördenwillkür. Er sieht die Ungerechtigkeit und er beschönigt nichts. Aber, und das ist das Klasse, aber ich bleibe als gläubiger Mensch an diesem Punkt, dass ich das sehe und sauber beschreibe. Ich bleibe da nicht stehen. Was der Gläubige hat und was dem Ungläubigen fehlt, das ist eine Beziehung zu Gott. Also ich weiß als Gläubiger, dass das, was ich sehe, nicht alles ist. Ich weiß, dass es Gott gibt. Und ich weiß, wie Gott ist, weil Gott sich offenbart hat. Gott hat sich offenbart in der Geschichte, in meinem Gewissen, in der Bibel, in Jesus. Gott hat sich offenbart. Und ich habe als der Gläubige, ich habe Gott erfahren. Ich habe ihn erfahren als einen guten und vergebenden Gott, der gleichzeitig, wo er ist Retter, aber er ist eben auch Richter aller Menschen. Und als einer, der glaubt, weiß ich,
weil ich Gott kenne, weil ich seinen Charakter kenne, weil ich seine Ziele kenne, mit mir persönlich, aber auch mit der ganzen Welt. Ich weiß, dass es neben der offensichtlichen Realität des Lebens, und ihr erinnert euch, der Prediger sagt immer unter der Sonne, ja, es gibt diese offensichtliche Realität. Wenn ich mal so tue, als wäre Leben unter der Sonne auf diesem Planeten, das, was ich sehe, wäre alles. Das ist Quatsch. Das ist real. Und ich muss damit leben. Aber ich weiß doch, dass es nicht nur das Leben unter der Sonne gibt. Ich weiß doch, dass es einen gibt, der dahinter ist, der über der Sonne steht. Und der mein Leben genauso prägt. Dass es eine zweite Realität gibt. Und diese zweite Realität beschreibt der Prediger jetzt mit den Worten: Ich weiß auch, dass es den Gottesfürchtigen gut gehen wird, die sich vor seinem Angesicht fürchten. Also das eine ist, was ich in der Tagespolitik erlebe. Das andere ist, dass ich weiß, mit welchem Gott ich es zu tun habe und dass Gott ein Gott ist, der dem Bösen definitiv nicht das letzte Wort lässt. Am Ende wird nicht der Teufel sagen, ich habe gewonnen. Das hat er jetzt schon nicht. Ja? Aber am Ende wird es auch sonnenklar sein. Da wird kein Futzelchen Ungerechtigkeit ungestraft bleiben. Was heute noch durchgeht und wo du den Kopf schüttelst über so viel Grausamkeit und Perversion, das wird alles abgerechnet. Am Ende wird sich jeder, der heute sagt, na, das hat doch Spaß gemacht, er wird sich zutiefst wünschen, nie und nimmer auf diesen Weg der Gewalt gegangen zu sein. Er wird sehnsuchtsvollst zu uns herüberblicken und sagen, boah, wenn ich nur in diesem Leben die richtige Entscheidung getroffen hätte. Egal, was ich hier an Ruhm, Ehre, an Perversion und Spaß mit Anführungs- und Schlusszeichen mitgenommen habe. Ich wäre so gern auf der richtigen Seite gelandet. Denn es gilt, dass es den Gottesfürchtigen gut gehen wird. Das erkennt der Prediger, die sich vor seinem Angesicht fürchten. Doch nicht gut gehen wird es dem Ungerechten. Und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er sich vor dem Angesicht Gottes nicht fürchtet. Wer Gott nicht fürchtet, wird vergehen. Mag sein, dass er auf der Erde ein langes Leben hat und seine Tage verlängert, wie es in Vers 12 heißt. Aber das ist nicht das endgültige Urteil über sein Leben. Ungerechtigkeit wird sich nie auszahlen, weil Gott immer noch Gott ist. Ich mag diesen kleinen Vers aus Jesaja 7. Da heißt es, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Also, knackig, ja? Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das heißt, der Gottesfürchtige bleibt in Ewigkeit. Er wird seine Tage verlängern. Er hat eine echte Zukunft. Und ja, im AT wird diese echte Zukunft vielleicht eher schemenhaft beschrieben. Da ist Auferstehung nicht so das zentrale Thema wie im Neuen Testament. Und trotzdem macht schon das AT klar, und ihr könnt das in Daniel nachlesen. Daniel 12, Vers 2, dass dem Gläubigen ein ewiges Leben erwartet und dass die Zukunft der Ungerechten darin besteht, eine ewige Abscheu zu sein. In Ewigkeit wird man über Leute denken, bäh. Ja, du wirst in Ewigkeit wird man sich denken, boah, bloß froh, dass ich das nicht gemacht habe, was die gemacht haben. Bloß froh, dass mir nicht passiert ist, was denen passiert ist. Puh. Die Ewigkeit bringt die Gerechten ans Licht und bis dahin heißt es leider, dass wir mit Nichtigkeit leben müssen. Vers 14, es gibt nichts Nichtiges, das auf Erden geschieht. Es gibt etwas Nichtiges, das auf Erden geschieht. Da sind Gerechte, denen es nach dem Tun der Ungerechten ergeht und da sind Ungerechte, denen es nach dem Tun der Gerechten ergeht. Ich sagte, auch das ist Nichtigkeit. Wir merken, wir kommen langsam zum Schluss dieses Gedankens. Alles fing damit an, mit der Frage, was mache ich, wenn ich einen Chef habe, der ungerecht ist, oder einen König, der eine ungerechte Entscheidung trifft. Und Prediger sagt, versuche weise darauf Einfluss zu nehmen. Aber du musst damit rechnen, dass sich auch dieser Versuch, Leben zum Guten zu wenden, da wo du eine Chance hast, was zu verändern, dass das nicht aufgeht. Weil du lebst in einer größeren Realität, wo das Gute, das Gerechte sich nicht immer durchsetzt. Das ist das Nichtige, das auf Erden geschieht. Der Gerechte, denen es nach dem Tun der Ungerechten ergeht, Ungerechte, denen es nach dem Tun der Gerechten ergeht. Also Tugendhaftigkeit, auch Wahrheit oder Weisheit, zahlt sich nicht immer aus. Gerechtigkeit wird nicht immer belohnt. Und was können wir tun?
Wie geht man damit um? Resignation? Nee, haben wir gesagt, machen wir nicht. Ja, sondern wir warten auf den richtigen Moment. Wir versuchen, was zu verändern. Revolution? Nee. Unrecht ist jetzt auch keine Lösung. Warum? Und jetzt kommt wieder Prediger. Und ich bin ja von diesem Buch wirklich fasziniert. Ich bin fasziniert, weil ich, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich kann euch eigentlich immer nur das Gleiche predigen. Warum kann ich dann trotzdem in dieser verrückten, kaputten, verqueren Welt leben? Antwort: Weil mittendrin in dieser ganzen Nichtigkeit Gott mir Momente der Freude schenken möchte. Gott wird nicht sagen, das ist alles easy beasy. Er wird genau das Gegenteil sagen. Er wird sagen, lesen wir gleich, es gibt Mühen. Dein Leben ist von Mühe geprägt. Von sehr bösen Überraschungen, mit denen du nie gerechnet hättest. Die dich aus der Bahn werfen. Die dich überfordern. Die dich an den Punkt bringen, wo du stirbst. Ja, ist so. Und trotzdem ist das doch nicht alles. Also, und ich pries die Freude. Weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihn begleiten bei seinen Mühen die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Bitte nimm diesen Vers als das, was es ist. Pure Weisheit. Ich weiß, Leute sagen, das ist doch viel zu wenig, das ist ja nur so ein bisschen Hedonismus, was ist denn da dahinter? Ich weiß, ich kann es vielleicht auch nicht richtig verkaufen, aber mir bedeutet dieser Vers so viel, weil er mir hilft, das Leben einfach nicht zu ernst zu nehmen. So will ich das mal sagen. Wisst ihr, es gibt in jedem Leben reichlich Frustrationspotenzial. Vielleicht können wir trotz aller Weisheit falsche Entscheidungen von Politikern und Vorgesetzten nicht ändern. Wenn ich Pech habe, kann ich vielleicht nächste Woche schon wieder mit meinem Diesel nicht mehr in die Stadt fahren. Finde ich das richtig? Naja, ich habe da auch eine Meinung zu, aber ja, die will keiner hören. Okay? Ich kann vielleicht Dinge nicht ändern. Vielleicht leiden wir unter offensichtlichen Ungerechtigkeiten. Vielleicht schlagen wir manchmal die Hände über dem Kopf zusammen und denken, ey, was passiert denn da jeden Tag? Wir können den Mühen des Alltags nicht entkommen, auch wenn wir Christen sind. Aber wir können sie, und das ist das, wo der Prediger dann eben so unglaublich herrlich nüchtern wird, wir können sie mit einer ordentlichen Prise Freude und einem guten Essen leichter machen. Und wenn du denkst, das sei nicht klug, dann probier's doch mal aus. Wisst ihr, wir dürfen wissen, ich darf wissen, der ich vielleicht dazu neige, mir jede Verantwortung anzuziehen, die mir über den Weg läuft. Ja, weil mein Rettergehen sofort draufspringt. Ich darf wissen, dass meine Verantwortung nicht darin besteht, alles zu retten, noch nicht mal darin besteht, alles zu verstehen, sondern darin, wie der Text es sagt, in einer verrückten Welt gottesfürchtig zu leben. Und wenn ich das tue, in den Grenzen, die Gott mir setzt, und jetzt kurzer neutestamentlicher Nachschlag, ja, und fleißig das Evangelium predige, ja, sodass durch mich auch ein paar Leute zum Glauben kommen und ich mir denke, die Gaben, die ich habe, wuchere, ja, ey, dann dürfen wir wissen, dass wir am Ende als Sieger dastehen. Und das ist, worauf es ankommt. Und von daher ist der Text dann doch vielleicht nicht ganz so weit weg von dem, was wir im Alltag so erleben. Amen.